Zwing mich nicht, dich wieder einzulochen, ja? Ja? Und was darf sein? Gut drauf auf, ja? Und? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Willst du was schmieden? Ist noch was? Odin und Bahamut sollen sich bei der Bellen. Endlich aus der Gruft gekrochen, Lars? So siehst du aus. Wenigstens hattest du den Anstand, dir was anzuziehen. Lass es. Oh, doch noch etwas Feuer in dir. Dann hör zu. Wir gehen jetzt los und treffen Gav. Falls du es vergessen hast, für dich ist er da draußen auf der Suche. Ganz umsonst. Nein, hör zu. Während du hier gefaulenzt hast, hat sich Gav nach deinem Dominus umgehört. Und laut seines neuesten Berichts hat er eine Spur. Gav hat sich ziemlich ins Zeug gelegt. Hör dir wenigstens an, was er herausgefunden hat. Wir treffen ihn am Königsfall. Pack deine Sachen, dann brechen wir gleich auf. Na, wen haben wir denn da? Was suchst du denn? Du machst mich noch arm, mein Junge. Ich hoffe, du hast es passend. Komm wieder vorbei. Oder auch nicht. Mir ist es gleich. Los. Gav wird schon auf uns warten. Mach dich bereit. Vor kurzem war das noch eine rege Handelsroute. Dann kam die Fäule. Die Leute gingen. Jetzt ist es hier wie ausgestorben. Die perfekte Abkürzung war geboren. Gav wartet auf uns. Komm. Fängst du wieder an zu jammern? Bitte. Denk doch nach, Clive. Es deutet alles darauf hin. Ein kaiserliches Signal.
Was machen die hier? Die Burg ist schon seit Jahren verlassen. Wir reden nachher weiter. Ich muss wissen, was die da aushacken. Geh vor und triff dich mit Gav. Wir wissen doch beide, dass... Ohne Wenn und Aber. Das ist doch sinnlos. Ich bin der Dominus. Gav war umsonst auf der Suche. Noch eine von Sids perfekten Abkürzungen. Wieder mal voll mit blutrünstigen Bestien.
nicht mehr weit sein. Was ist los? Ihm nach! Nehmt ihn fest! Gav! Wer ist da? Das ist ein Deserteur! Tötet ihn! Aus dem Weg! Du hast deine Wahl getroffen! Fass, Torgal! Los! Clive, wie ist die Lage? Na endlich! Gas braucht uns!
Was? Sie sind hinter ihm her! Ein ganzer kaiserlicher Trupp! Verstanden. Ich würde gerne mitspielen. Was dagegen? Ich nehme den Drachen. Bist du den Dragoon? Hier drüben! Knapp vorbei! Stirb, du Bastard! Ich glaube, das hat mir mehr wehgetan. Tut mir leid. Also, den schaffen wir auch.
So. Was habe ich nochmal zu dir gesagt? Clive hätte nicht einen Riecher? Ich stecke ihn eben überall rein. Ist eins meiner ewigen Laster. Aber ohne euch zwei hätte sich's ausgeschnüffelt. Danke. Wirklich. So, erzähl. Nun, ich weiß jetzt zumindest, wo euer Kollege ist. Gav, ich... Er ist mit Begleitung unterwegs in seine alte Heimat. Rosaria. Ihr hättet sehen sollen, was er mit den Kaiserlichen, die ihn aufhalten wollten, gemacht hat. Absolut kein Zweifel. Der Kerl ist ein Feuerdominus. Auf keinen Fall. Clive, ich habe gesehen, wie du dich in eine Esper verwandelt hast. Und ja, vielleicht hast du auch den Phönix getötet. Aber da war noch jemand. Wer war dieser Kerl in der Robe? Ja, hab ihn auch gesehen. Das hast du nicht geträumt. Der war echt. Aber wer ist er? Das weiß ich leider auch nicht. Aber eins weiß ich. Du wirst bestimmt herausfinden, wer es ist. Sterben kannst du dann noch. Was? Du hast geschworen, deinen Bruder zu rächen. Und dass du nicht ruhst, bis du den Täter geschnappt hast. Also, finde erst raus, ob der Kerl es war. Sterben kannst du danach. Sid, ich... Nicht nötig. Danke, Gav. Danke, Gav. Schon gut, schon gut. Keine Zugvögel in diesem Jahr. Die Fäule hat ihre Nester verschlungen, fürchte ich. Die Zeit läuft uns davon. In 2 Tagen erreichen wir Rosaria. Dort, wo alles begann. Wir müssen ihn stoppen. Dann hat er eine riesige Feuersäule aus dem Boden gezaubert. Und das hast du gesehen, ja? Was? Glaubst du mir wieder nicht? Clive! Deine Freundin! Sie ist wach. Gut. Geh schon, du Feigling. So, Leute, es gibt Arbeit. Götz, komm mit. Gav, und du lässt dich verarzten. Oh, sag's mir gerade heraus. Wie lange habe ich noch? Und? Eins nach dem anderen. Ich erzähl's dir später. Jill.